Hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video und ich bin gerade eben von der Schule heimgekommen und ja, wir haben heute Deutsch geschrieben, Deutsch, irgend so eine Kurzarbeit-Zeug und da habe ich, glaube ich, relativ verkackt, was vielleicht daran liegen kann, dass ich erst heute Morgen begonnen habe zu lernen. Heute ist übrigens Donnerstag. Ich habe mir jetzt gedacht, weil ich so klug bin, dass ich übrigens, sorry fürs Nase hochziehen, ja, schon mal voraus. Jetzt habe ich es gesagt, ja, jetzt wo ich es gesagt habe, bemerken es die Leute erst recht. Aber jetzt haben sie sich das gemerkt, Nase hochziehen, jetzt konzentrieren sie sich auf das Geräusch und hören das nochmal doppelt so stark, wie als wenn ich das nicht gesagt hätte. Okay, ich hätte es am Ende sagen sollen, am Ende des Videos. Das wäre höchstwahrscheinlich schlauer gewesen. Naja, was soll man tun? Draußen ist kalt und da kann das schon mal sehr leicht passieren, dass einem die Nase läuft. Naja, ich werde versuchen, jetzt hier die Nase nicht hochzuziehen, aber das ist so stark, so schwer zu unterdrücken. Ich werde das kurz tun müssen. Okay, danke. So. Morgen ist Englisch. Englisch Schulaufgabe an der Reihe, aber bis auf Vokabeln befürchte ich da eigentlich nicht so viel. Weil es halt Englisch, ja. Englisch ist tot einfach. So ziemlich. Also, ich meine, für Englisch muss man nicht viel tun. Wenn man Englisch gut können will, dann geht man ins Internet und schaut sich englische Videos an oder hört sich irgendwelche englischen Texte an. Oder man liest Why Nations Fail. So ein Buch. Das hat mir ein Kumpel mitgegeben und der hat gemeint, das ist gut. Und ich finde es bis jetzt auch gut. Da geht es um Wirtschaft in Englisch. Aber es ist gut, um die englische Sprache zu verbessern. Und es ist interessant. Finde ich zumindest. Egal. My Nations Fail, könnt ihr euch aber merken, falls das irgendwie interessiert. Ansonsten habe ich auch noch ein anderes Thema. Ein passenderes und es geht um Halo 4. Krass. Was ist das Thema? Das Thema ist, es ist eine neue Playlist draußen, jetzt schon seit einiger Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das hier hochlade. So wie ich mich kenne, braucht es bestimmt wieder einige Zeit, bis ich das Ganze hier hochlade. Wobei ich seit neuem sagen muss, dass es mir mehr Spaß macht, hier so mobil mich aufzunehmen, während ich so im Zimmer auf und ab watsche. Und seitdem habe ich irgendwie auch mehr Bock, wieder Videos zu machen. So. Genau. Weil dann muss ich nicht mal extra den PC für alles anwerfen und dann erst Zeug und jetzt wechsle ich den Raum und das hört man bestimmt und oh, hier sollte ich nicht reingehen, sonst fangen die Vögel an zu zwitschern. Und deswegen finde ich das irgendwie so momentan wieder so ein bisschen entspannter. Egal, wieder zurück zu Halo 4. Es ist nämlich so, dass eine neue Playlist da ist und die meisten werden eh schon wissen, von was ich rede. Nämlich von der Community Forge Test Playlist, Gedöns, Zeug. Ja. Ich meine, gut, die Playlist finde ich an sich gut. Die Maps sind irgendwie auf jeden Fall mal neu. Ja, es ist irgendwie fresh. Und es liegen Waffen auf den Maps umher. Es liegen Waffen auf den Maps. Das ist einfach nur geil. Ich meine, sonst, ne? Typisch Halo 4. Man bolzt da umher. Weil die Gegner spawnen ja sowieso instant. Also hat man auch durchgehend was zu bolzen. Und dann. Dann will man nachladen und es lädt nicht nach und man schaut hoch. Was ist geschehen? Warum kann ich nicht nachladen? Und man sieht den Grund. Der Grund ist, man hat nur noch ein Magazin und das ist auch schon zur Hälfte leer. Und dort oben steht eine kleine Null und diese Null sagt, man kann nicht mehr nachladen. Und das ist bösartig, weil dann muss man erst wieder Leute töten und die müssen dieselbe Waffe haben wie man selbst und sonst kriegt man keine Munition. Pech gehabt. Und es ist ein bisschen fail und scheiße und blöd. Weil, ja. Ich meine, wenn es dann in so Spielen wie Call of Duty, ja, wo es eh zigtausend Waffen gibt, wenn es dann schon, da gibt es dann so Perks wie, was weiß ich, Scavenger, ja? Da ist es egal, über welche Waffe du läufst, du hebst sowieso Munition auf. Und so sollte es, wenn dann, auch in Halo sein, finde ich zumindest, oder gleich einfach im Multiplayer nur eine verdammte Waffe von den vier. Also von Light Rifle, Karabiner, DMA und BA, wobei die meistbenutzte ist wahrscheinlich eh die DMA ist, dann die BA, dann das
Light Rifle oder Karabiner? Da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher. Nicht ganz sicher. Ja. Tja, wer sich das ausgedacht hat, ein bisschen blöd. Aber nun gut. Ich meine, man hätte es ja wenigstens so machen können, dass es dann irgendwie so Carbine Slayer gäbe oder Light Rifle Slayer. Wo dann jeder nur Light Rifles hat oder so. Das fände ich wieder lustig. Das wäre wieder eine coole Idee. Aber so gemischt, nicht so meins. Egal. Auf den Maps liegen wieder Waffen umher. Und das ist praktisch, weil, wenn man keine Munition mehr hat, dann merkt man sich einfach, wo die Waffen umherlagen. Und dann tauscht man drüber und man hat Munition. Ja, wäre cool, wenn es bei Granaten genauso wäre. Also, wenn man auch über Leute drüber. Wobei, eigentlich muss ich sagen, so blöd finde ich das gar nicht, was sie gemacht haben. Also, dass man von toten Kerlen keine Leichen mehr auf. Darf ich mal festhalten, was ich gerade sagen wollte? Von toten Kerlen keine Leichen mehr aufheben. Naja. Naja. Was ich eigentlich sagen wollte, war von. Keine Granaten, dass man keine Granaten mehr ohne diesen Perk aufheben kann. Wobei ich irgendwie auch mit dem Perk, den ich in einer Klasse drin habe und mit der Klasse spiele ich hauptsächlich, weil ich eh nicht mehr als eine Klasse benutze, außer höchstens im Victim Battle mal einen noch ein Plasma-Pistol. Aber sonst benutze ich eh immer die gleiche Klasse. Und dort habe ich das Perk eigentlich drin, zumindest meine ich das. Und ganz ehrlich, irgendwie habe ich trotzdem die Granaten. Wo sind, was soll denn das? Nicht nett. Naja. Auf jeden Fall. Zu den Maps, ich muss sagen, eigentlich, ja, es gibt so ein paar Maps, die finde ich cool, ein paar finde ich irgendwie blöd. Zum Beispiel, welche Map ich nicht so gern mag, ist Garrot. Oder Garotte. Garotte. Zwar ist mir die irgendwie zu klein und da spawnen die da irgendwie überall irgendwo. Und ich finde sie auch nicht schön geforged, muss ich sagen. Also da gibt es dann so Lücken zum Teil und so Zeugen. Nicht so das, was ich mag. Dann gibt es auch irgendeine mit D, irgendwas mit D oder mit C oder keine Ahnung, ein I war auch drin. Das ist eine auf der alles so rostig aussieht. Erosion heißt die Schmiedemap dazu. Und wie die Map selbst heißt, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall cool, sie ist groß. Aber trotzdem muss man sagen, obwohl sie groß ist, ist sie so gemacht, dass es nicht wenig Action gibt. Also man läuft eigentlich schon immer in Leute rein. Und ich finde es eigentlich auch gerade praktisch, dass sie groß ist, weil sie so dadurch so ein bisschen kompensiert, dass es Instant-Spawns gibt. Also auf der habe ich nicht so oft so, dass ich so spawnt von hinten tot. Und das ist schon cool. Also das hätte ich gern öfter. Ja. Dann gab es noch zwei Maps. Also einmal gibt es ja Relay irgendwie nochmal, warum auch immer Relay jetzt... Also ich muss sagen, ich finde ja Relay ziemlich scheiße hauptsächlich. Also ich mag Relay gar nicht. Ich finde, wer nicht weiß, was Relay ist, das ist diese, die auf der Map Impact, also auf dieser Weltraumschmiede-Map gemacht wurde. Und das ist diese symmetrische, die schon von Anfang an mit auf der Xbox drauf war. Also die... Naja, wie beschreibt man die am blödsten? Da gibt es halt so Lifte außen in die Mitte und das ist halt so symmetrisch und, ach ihr wisst schon, Relay auf jeden Fall, die heißt jetzt irgendwie anders. Kein Plan wie. Finde ich blöd, mag ich nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich finde sie hat jetzt mir wieder zu offene Line of Sights. Also, keine Ahnung, gefällt mir irgendwie nicht. Finde ich komisch, das Gameplay drauf, irgendwie so chaotisch. Und ungeordnet und dann spawnt wieder einer hinter einem und irgendwie so und es ist nie so was Klares. Es bilden sich nie so klare Fronten, wo man jetzt irgendwie dann. Ja. Keine Ahnung. Nicht so mein Ding. Und dann gibt's noch irgendwas. Also auf jeden Fall gibt's auch noch von Blackout ein Remake. Und Blackout selbst ist ja glaube ich ein Remake. Von Halo 3 war nämlich Blackout. Und das war ein Remake der Halo 2 Map. Und der Namen habe ich vergessen. Vielleicht war die Halo 2 Map auch Blackout und die Halo 3 Map hieß anders, aber es kann auch gut sein, dass dem nicht so ist. Die hatten irgendwie ähnliche Namen, aber irgendwie anders und das habe ich vergessen. Klar, kann man nichts machen. Auf jeden Fall finde ich die Map an sich, ist die Map ja nicht schlecht, die ist ja auch relativ beliebt, war ja auch, glaube ich, eine der Lieblingsmaps in Halo 2, zumindest sieht man die da halbwegs oft. Und ja, für das, was sie tut, ist sie gut, aber ich finde sie persönlich... Was hat, ey, das hat sich gereimt.
Ich finde sie persönlich, ich finde es blöd, dass sie, genau, dass sie, also ich finde, sie funktioniert mit den Instant-Spawns nicht so ganz. Erstens. Zweitens finde ich sie, also sie ist, war schon Halo 3 und so nicht meine Lieblingsmap. Und ich habe sie bis jetzt nur gespielt zusammen mit SWAT. Und da fand ich sie ziemlich scheiße. Was nicht unbedingt an SWAT liegen muss, also was nicht unbedingt an der Map liegen muss, eher an SWAT. Aber darauf komme ich später noch. Denn es gibt noch irgend so eine Map, die ist so quadratisch praktisch gut und hat so Brücken und Nicht-Brücken. Tunnel nennt man es auch. Und so mehrere Areale. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Hauptsächlich in SWAT, die habe ich bis jetzt auch nur, ich glaube, einmal habe ich sie noch in Flag gespielt. Aber die hat mir eigentlich bis jetzt beides mal ziemlich viel Spaß gemacht. Und in SWAT fand ich sie aber, glaube ich, besser. Jetzt zu SWAT. Finde ich eigentlich ganz lustig, dass die Spieleste Mixed Game Types sind. Also man hat jetzt Flag, SWAT und normales Infinity Slayer, wobei man zu Flag noch sagen muss, die Rückholzeit, also dass man die Flaggen zurücksetzen kann, wurde deutlich verringert. Ach ja, auch noch eine Map gibt's, und zwar die MLG-Map Simplex. Die ist auch ganz cool, also die mag ich auch. Auch wenn ich sie ein bisschen klein finde, für meine Verhältnisse, keine Ahnung. Mir löst sich dann, also schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, also komisch. Ist eigentlich ganz gut, aber mir gefällt es ja auch nicht so hundertprozentig. Wollte ich jetzt sagen? Genau, der SWAT-Game-Type. Also nochmal kurz zum CTF-Game-Type. Man hat jetzt eben eine Rücksetzzeit von nur 12 Sekunden. Glaube ich. Oder so. Auf jeden Fall ist es deutlich weniger, keine halbe Minute mehr. Und man kann jetzt auch, also sagen wir so, ich glaube, sie setzt sich von allein nach einer halben Minute zurück, aber man kann es wie in MLG, wenn man draufsteht, die zurückholen. Und das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich dynamischer und spielbarer. Wenn jetzt der Flag Carrier nicht noch die OP-Pistol hätte, dann wäre es auch noch cool. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Wäre cool, wenn der Flag Carrier schon ein bisschen hilflos wäre und nicht so. Ja, ich meine, er ist jetzt nicht so gut wie ein vollwertiger Spieler, ja, weil er nicht so schnell gehen kann und einen Bapperl über dem Kopf hat, wo jeder weiß, ey, da ist der. Aber sonst musste man in Capture the Flag halt immer so ein bisschen taktisch vorgehen, weil man weiß, hey, wenn ich die Flag hole, dann bin ich faktisch ein Mann weniger, weil der eine kann nichts mehr machen. Und das ist jetzt nicht so, weil jetzt kannst du einfach auf die Flag drauf rennen, cool, hab die Flag und kann trotzdem noch alles tun. Und das ist halt so ein bisschen schwul, aber die Probleme von Halo 4 kennen wir ja alle. Die vielleicht im Februar irgendwann gefixt werden, mal sehen. Und bis dahin muss ich noch endviel Zeug schneiden. Weil ich habe noch endviel, also eigentlich habe ich noch einen Talk mit der Halo WG, den ich immer noch schneiden muss. Und der bezieht sich nicht auf Halo 4 vor dem Update. Und also, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, ob es nach dem Update besser wird. Aber ich hoffe mal und ich schätze auch so. Meine Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen sollte ich das ändern, also sollte ich das schnell schneiden, weil sonst ist es unaktuell. Und ich fand den Talk eigentlich nicht sehr gut, also mir hat der sehr gefallen, was wir da gesagt haben. Deswegen würde ich den gerne hochladen. Tja, muss ich irgendwann meine Schneidekünste in Bewegung setzen, das muss ich eine Stunde lang, nein, 45 Minuten glaube ich haben wir gelabert, 45 Minuten lang erstmal alles anhören, dann muss ich alles rausschneiden, was nicht passt und Störgeräusche sind, dann muss ich noch ein Gameplay finden, mehrere Gameplays, wobei ich da eigentlich welche habe. Dann muss ich es rendern und bei mir braucht es immer Stunden über Stunden über Stunden über Stunden. Ich meine, bei mir brauchen 12 Minuten Videos, wie das hier höchstwahrscheinlich wird, wir sind schon bei 14 Minuten, brauchen schon eine gute Zeit, also sagen wir mal so 2 Stunden, na? Weil mein PC ist schlecht und 2 Stunden für ein 15 Minuten Video darf man dann hochrechnen, wie lange dann ein 45 Minuten Video braucht, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil das, glaube ich, vermehrt sich nicht proportional. Tja, es braucht auf jeden Fall Ewigkeiten, das kann ich euch sagen, und deswegen brauche ich bei so langen Videos immer Ewigkeiten, bis ich mich dazu aufraffen kann, sowas zu schneiden. Ja. Dann, irgendwas wollte ich noch sagen.
SWAT, genau, SWAT. DMA. DMA ist scheiße. In SWAT. Warum? Weil sie einfach, das Scope hat einfach einen viel zu großen Zoom. Soweit ich weiß, hat die DMA ja den größten Zoom in ganz Halo 4. Und das ist einfach viel zu viel. Oder zumindest hat sie mit, also auf jeden Fall mehr als die DMA, glaube ich, zu wissen. Ich behaupte es einfach mal. Und das ist ein großes Problem, weil man könnte jetzt sagen, also einerseits kann man sagen, die BA ist underpowered. Ja, gibt es Sinn? Ja, ich glaube schon. Andererseits könnte man dann sagen, ja, dann sollen halt alle die DMA nehmen. So, Problem Nummer zwei, ich finde das Gameplay ist einfach nicht schön, wenn man auf eine derart große Entfernung sich gut töten kann. Ich finde, das ist einfach, das ist auch der Grund, warum in MLG sie es so gemacht haben, dass die DMA nur auf der Map rumliegt und die BA die einzige, also die Standardwaffe ist, weil es sonst einfach so ist, dass das Gameplay scheiße ist. Es ist dann so, dass halt jeder Punkt genau so wie es am Anfang, wie es in Reach MLG war. Du kannst von A bis nach B rüberschießen, Punkt genau, und jeden auf jede Entfernung wegholen. Das macht einfach kein schönes Gameplay. Wenn du drüben in deiner Base hockst, von sonst wo angeschossen wirst, und dann da ist es schwul, ziemlich schwul. Und ja, deswegen wäre ich stark dafür, die BA aus SWAT rauszunehmen. Nein, falsch, die DMA aus SWAT rauszunehmen, weil es, finde ich nicht gut. Ja, ganz davon abgesehen, dass sie deutlich stärker ist als die BA und dann das Balancing eh nicht klappt. Also man sollte sich in SWAT generell nur auf eine der Waffen besinnen. Beides funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ja. Okay. Jetzt ist daraus schon wieder 16 Minuten Aufnahmezeit geworden. So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Habe ich jetzt aber trotzdem getan. Und damit müsst ihr jetzt leben. Ja, genau. John Tschüss, sagt ihr gehört.